Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir spielen weiter und bauen hier irgendwie unseren Kram aus und überhaupt. Eisenhütten und Schmieden. Was sind denn noch Eisenhütten? Sind Ofen? Sieht man das irgendwo, was das ist? Ach, ich hätte es einfach so lassen. Eisenhütten sind, glaube ich, die Dinger, die halt so Erz in Rohstoff verwandeln. Nee, das sind Hochöfen. Das dachte ich auch, aber es ist nicht so. Ja, ich guck mal, was passiert, wenn ich hier eine Kanonenfabrik... Zählt die irgendwie als Eisenhütte? Ja, tatsächlich. Okay, unsere Kanonenfabrik können wir hiermit auch boosten, das ist doch super. Dann zählt doch bestimmt ein Hochofen vielleicht auch als Eisen? Ja, Hochöfen auch, also alles, was Eisen verarbeitet, glaube ich, zählt dazu. Krass. Und hat was für einen Effekt? Ich habe eine Bechamelbirne, die für alle Eisenhütten und Schmieden die Produktivität plus 60% gibt, Arbeitskräfte um 50% senkt und die Attraktivitätsverringerung praktisch ändert. Das heißt, alles, was irgendwie Eisen verarbeitet, kann man da halt super hinschieben. Ja, klingt fast so. Da bauen wir hier einfach nochmal eine Feuerwache so in die Mitte. Die brauchen wir zwar hier eigentlich gar nicht, aber hilft im Zweifelsfall auch nur. Okay, hier ist jetzt noch eine Glashütte, die braucht hier nicht hin. Das macht keinen Sinn. Genau, so für dich hatten wir doch noch ein Item gehabt und zwar... Dachte ich, dass... Genau, Hochradwerkhalle. Ja, der hat gerade jemand Anteile abgekauft. Beeinflusst hier das Kraftwerk, das heißt... Hast du gehört? Nochmal, weil Wert... Oh ja, du hast recht, ja, stimmt. Moment. Ja, das möchte ich nicht, dass du mir hier meine Arktisinsel abkaufst, gerne nicht. Ja, der muss jetzt halt irgendwie natürlich gucken, dass er wieder klarkommt. Irgendwo nachvollziehbar, ne? Irgendwo schon, ja. Gott, gerade leckt mein Spiel aber gerade wirklich, wirklich furchtbar. Ich glaube... Ja, meins ist gerade auch wieder ein bisschen in die Knie gegangen. Achso, einmal kurz in die Weltausstellung schauen, wie hier gerade die Versorgung ist. Wir brauchen mehr Bananen. Verdammt, das ist nicht gut. Ich dachte, wir haben hier Bananen eingetradet. Haben wir... Nicht? Warum nicht? Oder wurden die einfach schon aufgebaut? Okay, du bist in 5 Minuten da, Captain Morris. Das ist gut. So, Hochräder brauchen wir jetzt gar nicht mehr eintauschen. Die stellen wir ja jetzt selber her. Das heißt, wir können lieber Sachen eintauschen, die wir nicht haben. Wie zum Beispiel Lederstiefel. Was ging den Leuten da gerade schon wieder aus? Im Gegenteil, wir können wahrscheinlich jetzt auch Hochräder wegtauschen. Weil wir davon jetzt zu viele herstellen, ja. Ihr hattet doch da gerade wieder einen Mangel an irgendwas. Was war das denn da jetzt gerade, um Himmels Willen? Ach, Kaffee war das, genau, richtig. So, dann, was ich noch machen wollte, das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, ich möchte mal eine kleine Route aufsetzen. Und zwar zwischen... Deine Leute erheben sich wie gepeinigtes Vieh, das einmal zu viel... Super, ja, toll, toll. Gepeinigtes Vieh, freut mich doch. Und zwar zwischen Hugo Messier und unserer Jagdinsel hier unten. Und zwar wollen wir bei dem Kollegen einfach mal Zink und... Kupfer einkaufen. Ich könnte jetzt Gold kaufen. Und wir können stattdessen Seife hier verkaufen. Wenn der da schon Nachfrage nach hat, warum denn nicht?
Und jetzt können wir einfach hier nochmal zwei, drei Messinghütten bauen. Und dadurch vielleicht hier unsere ganze Produktivität noch ein bisschen, oder unsere ganze Bilanz noch ein bisschen nach oben pushen, weil wir noch ein bisschen mehr Messing bekommen. Dafür brauchen wir Stahlbeton. Natürlich sehr belastend, weil Stahlbeton habe ich gerade gar keine Ressourcen über. Heilige Scheiße, wir haben keinen Rum mehr. Okay, gut, das ist tatsächlich wirklich uncool. Vorwärts. Ich glaube, als nächstes müssen wir hier wirklich mal diese bahnbrechende Forschung anleiern, dass wir Rum auch in der alten Welt produzieren können. Rumproduktion in der alten Welt. Warteschlange hinzufügen. Kaffeeproduktion in der alten Welt. Baumwolle in der alten Welt. Knallen wir alles mal in die Forschungsreihenfolge rein. So, nicht mit dir, sondern mit dir. Einmal Stahlbeton, Rums. Komm, nehmen wir gleich zweimal mit, was soll der Geiz? Einmal hier runter. Was ist süß wie Honig? Weißt du, das hat alles irgendwie mal so einfach angefangen mit ein bisschen Arbeitskleidung, weißt du? Ja, ich weiß. So, euch bauen wir hier komplett aus, dass wir hier von den Bauern mal wegkommen. Was ich im Moment im Prinzip mache, ist, dass ich halt irgendwie die komplette Versorgung von meinen Gelehrten fast nur ausschließlich aus Importen von hier Dingens decke. Ja, aber das klappt nicht so richtig. Die wollen mehr haben, als ich hier irgendwie auf die Art und Weise ranschaffe. Okay, jetzt haben wir hier ein Problem mit Fisch. Oder was? Nö, sollten wir eigentlich nicht. Kommt unser Luftschiff, da kommt unser Luftschiff mit dem Stahlbeton. Schön, schön. Das scheint mir auch irgendwie so eine wahnsinnig praktische Einrichtung zu sein, also Stahlbeton irgendwie mit einem Luftschiff zu transportieren. Ja, vor allem 100 Tonnen gerade. Gibt einem doch so ein bisschen zu denken, oder? Ja, gerade ist irgendwie bei mir aber auch mega der komische Zug da. Also ganz komischer Lag irgendwie. Also meine Framerate ist eigentlich okay, aber. So, mal zwei Messinghütten gebaut. Wunderbar. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz die Aufnahme pausieren und vielleicht einmal kurz das Spiel neu starten? Bei mir hat sich jetzt gerade wieder gefangen. Bei mir nicht. Ich habe immer noch so 3-4 Frames gefühlt. Aber hattest du den PC neu gestartet, bevor wir angefangen haben? Ja. Dann können wir das von mir aus schon machen. Hilft ja nix. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich weiß nicht noch auswendig, was die Pausierung war. Ich glaube nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Damit sind wir wieder in-game. Wir haben beide mal unser Spiel neu gestartet und dann ehrlicherweise, als wir dabei waren, auch die Qualität nochmal etwas runtergespielt, was natürlich auf der einen Seite ein bisschen schade ist, weil wir wollen euch natürlich eigentlich hier beste Bildqualität liefern. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, bei dem Spiel in dem Spielstatus, in dem wir uns hier befinden, kaum möglich, das anders zu lösen. So, wir haben diverse Verbesserungen hier gemacht. Wir haben hier unten noch unsere Handelskammer. Was haben wir jetzt noch über? Tierhöfe verbessern, Schnapsbrennerei, Brauerei, Hacienda, bla. Und wir wollen noch Minen- und Steinbrüche verbessern. Das ist insbesondere halt durchaus wichtig. Das heißt, wir packen mal eine Handelskammer hier oben noch hin, wo wir einen Sapeur einsetzen. Und haben wir hier, wollen wir denn noch Minen? Hier unten. Das heißt, hier können wir auch einen Sapeur einsetzen. Und dann haben wir hier auch noch mal eine Zink- und eine Eisenmine zusätzlich verbessert. Perfekt. Oh, ich hatte hier... Gut, dass mir das gerade auffällt. Aber ich glaube, ehrlicherweise, das ist jetzt für den Moment okay. Weil was ich jetzt, glaube ich, in dieser Runde noch machen will, ist, dass ich meine Schnapsproduktion, die ich hier oben in akribischer Arbeit aufgebaut habe, komplett von dieser Insel runter haben will.
Das heißt insbesondere auch, dass wir hier die Items rausnehmen. Und dann machen wir das hier alles komplett platt. Rums. Rums. Und dann werden wir nämlich später hier oben Getreide mit Traktoren verarbeiten. So. Ja, ja, die geht nicht mal mehr zu, ich weiß. Flaggschiff, komm mal her. Okay, hier funktioniert anscheinend die ganze Zeit irgendwie ein Heizofen nicht mehr. Und das ist doof. Weil das logischerweise zu Unzufriedenheit in der Arktis führt. Gut, dann brauchen wir hier noch irgendwie mehr Kohleproduktion. Das hilft ja alles nichts. Sag mal, können wir... Dich setzen wir hier mal rein, einfach damit wir dich weg haben. So, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Damit haben wir jetzt den preisgekrönten Brauer. Den Sir Lewis Brindley, Chemiker mit Verstand, der uns zusätzlich noch Rum liefert. Und das gilt sogar auch für Brauereien. Das ist natürlich super. Das heißt, wir können eigentlich... Okay, so machen wir das. Perfekt. Gut, dann kommen wir runter hier auf unsere Insel. Auf unsere Zweit- bzw. sogar Drittinsel. So, und jetzt wollen wir hier irgendwo... Ja, irgendwo trifft es. Irgendwo, wo wir noch Platz haben. Hust, hust. Bauen wir auf jeden Fall nochmal eine Handelskammer. Bauen wir mal hier hin. Dann verlegen wir euch mal eben kurz hier hoch. Dich verlegen wir hier runter. Warum habe ich dich jetzt da nicht hochverlegt bekommen? Ach, weil hier das eine Feld im Weg ist, oder was? Super lustig. What the fuck? Das ist ja auch krank. Was denn? Einfluss Siederei, anstelle von Talg verarbeitet das Gebäude Holz. Ja, das hatte ich vorhin auch schon. Habe ich aber irgendwie dann trotzdem nicht mitgenommen. So. Jetzt bauen wir hier unten Schnaps an. Also 1, 2, 3, 4 mal Schnapsproduktion. Die sind 4 zu 4, genau. Das heißt, und dann bauen wir hier auch noch ein paar von den Brauereien runter. Das heißt, wir löschen hier oben mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I guess. 8 Brauereien und bauen die Städtissen hier unten hin. Hattest du mal so ein Grundbedürfnis nach Funktürmen? Noch nicht, nee. Aber das kommt durch die Gelehrten, oder? Ja, also, aber ist dich das so mal irgendwann überkommen, so, dass du dir gedacht hast, so Mensch, jetzt ein Funkturm? Ach so, nein. Ich muss sagen, ist mir jetzt auch bisher eher selten passiert, also. So, dann wollen wir das hier ein bisschen optimieren. Zack. Dann wollen wir hier auf jeden Fall noch ein zweites Lagerhaus dazu bauen, weil ansonsten fliegt mir das gleich hier völlig um die Ohren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir jetzt sogar hier unten gebaut. Das heißt, wir können hier oben die eigentlich komplett platt machen. Bye, bye, so. Bye, bye. So. Dann habe ich dann auch die letzten Bauernhäuser von meiner Hauptinsel verbannt. Sollen die Herren und Damen Bauern doch lieber pendeln? Bam. 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 So, Kartoffelfarm brauchen wir jetzt. Und zwar nicht wenige, sondern viele. Das heißt, wir machen das mal so, dass wir hier schon mal 3 Stück bauen. Zack. Wenn Menschen an Hunger sterben, weshalb die Nase rümpfen vor der Kartoffel? Genau. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Das ist ja großartig. Endlich ein weiteres Wohnhaus. So, reicht das jetzt? Gucken wir doch mal. Nur so das Interesse, was sagt gerade deine gesamte Einwohnerschaft?
Ich habe derzeit 55.000 Einwohner. Da tut sich aber auch gerade nicht viel, weil ich halt nicht so viel gerade upgrade, ehrlicherweise. Ja, ich habe halt zwischendurch jetzt halt meine kompletten Bauern mal von meiner Hauptinsel runtergeschmissen mit dem Ergebnis, dass ich jetzt irgendwie um die 70.000 Einwohner habe. Ja, klar. Das Problem ist nur so ein bisschen, mir werden die Leute gerade alle reihenweise unglücklich, weil ich halt jetzt also irgendwie Probleme mit allem möglichen Kram kriege. Wurstwaren werden jetzt anscheinend zum Problem, Rum wird zum Problem, es ist halt alles also gerade jetzt halt so ein bisschen lästig. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ich hätte von der anderen Seite anfangen sollen. Naja. Ah, nein. Oh Gott. Okay, egal. Warte mal, verkauft die Troller hier oben nicht so lustige Sachen wie Rum? Ja, tust du. Allerdings irgendwie nur noch in sehr, sehr kleinen Mengen, was irgendwie dafür spricht, dass du in der letzten Zeit bei der etwas rege gehandelt hast oder so, denke ich mal. Ich habe eine Route aufgesetzt. Ich handle auf einer Route die ganze Zeit zwischen, mit der, ja. Okay, können wir hier bitte einmal Arbeitskräfte mobilisieren? Das wäre ganz wundervoll. Okay, wir haben eine neue Palaststufe erreicht. Das ist natürlich auch super. Ja, das mit dem Palast, da muss ich mich jetzt auch mal irgendwie als nächstes mit befassen, dass ich mal, also endlich mal, Ups, jetzt habe ich das komplett abgerissen. Naja, egal. So, und dann bauen wir hier auf jeden Fall noch ein Kartoffelfeld. Prozent mehr Besucher wäre, wenn man jetzt hart in Touristen investiert hätte, vermutlich auch cool. Ach. So doch nicht. So. Jetzt haben wir hier 5 Kartoffelfelder, haben wir jetzt hier. Ihr lauft aber mit 300%iger Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben eigentlich nicht den Bedarf von 5, sondern von 12. Ach du Schande. Ja komm, aber also das ist doch wahrscheinlich einfach ein bisschen Overkill. Also 9 sollten doch wohl reichen. Ein Gebäude, deren Bedürfnis am Bankhaus erfüllt ist, halt ein Taschenuhren und Schmuck. Ja, den kann man auch nochmal mitnehmen. So. Und jetzt machen wir hier noch das Kartoffelfeld voll. Und dann haben wir hier 9 Kartoffelfarmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das bauen wir hier einfach mal geschmeidig aus. Ist kein Problem. So, und ihr lauft jetzt auch mit viel besserer Produktivität. Das heißt, wir können wahrscheinlich hier sogar noch eine Brauerei wegnehmen. Und hier oben die Lücken, die haben wir jetzt halt. Die müsste man natürlich eigentlich konsequenterweise auch nochmal dicht machen. Hier können wir eigentlich... Wenn da sowas steht wie beeinflusst alle Holzfäller, Hütten, Kühlereien und Kühlerei und Kühlerei, ist vor allem auch sehr unterhaltsam, dann bezieht sich das nur auf den Umkreis von dem entsprechenden Gebäude oder grundsätzlich? Nee, das bezieht sich immer nur auf den Umkreis, klar. Also nur auf diesen blauen Kreis. Alle Gebäude in dem Rahmen werden dadurch beeinflusst. Wir sind uns da aber sicher. Ja. Okay. Ich bin mir da sicher. Ja, weil also dieses alle steht halt nicht immer dabei. Weißt du, hier steht manchmal halt nur beeinflusst Uhrenwerkstatt. Ja, und manchmal steht da beeinflusst alle Uhren. Irgendwas. Ja, ich glaube, das passt aber trotzdem. Meinst du? Ja. Arbeitskleidung wird langsam knapp. Na
Okay, dann muss ich hier einfach nochmal einmal Arbeitskleidung ausbauen, dann ist das so. Können wir ja machen. Zack, zack, zack. Hier unten noch ein Silo dran. Und drei Felder. Rums. Gucken, ob das schon hilft. Sollte es ja eigentlich. Ah ja, hier. Euch kann ich jetzt platt machen. Liefert Elektrizität für Ziegeleien und Betonwerke. Den nehmen wir auch noch mit. Gut, wunderbar. Ja, genau, das habe ich auch gemacht, dass ich meine Ziegeleien und Betonwerke jetzt praktisch zentralisiert gebaut habe. So, als du gerade von Bevölkerung gesprochen hast, fällt mir ein, ich wollte eigentlich auch nochmal gucken, dass ich hier ein bisschen upgrade. Okay, wir haben ein Problem mit Seife. Das ist natürlich ein durchaus auch ernstes Problem. Okay. Gucken wir mal, dass wir unseren Palast nochmal ausbauen. Wir haben hier nämlich noch richtig viele Module wieder frei bekommen. Ich kann jetzt endlich gleich die Lehmgrube aus der Mitte meiner Stadt entfernen. Das ist auf jeden Fall auch schon ein großer Gewinn für mich. Weil ich kann dann halt auch das dazugehörige hier Handelshausgerät-Dingens abreißen. Ja, klar. Und dann habe ich halt gleich doppelter Platz gespart. Gehen wir da einmal kurz noch ein besser. Da habe ich mich ewig nicht drum gekümmert. Ihr kriegt jetzt... Ja, ihr habt eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Ihr kriegt jetzt auch Chroniken, okay. Ihr kriegt aber interessanterweise keinen Tee mehr. Du reist mal in die alte Welt nach Camford zurück. Ich glaube, ich habe den Palast viel zu klein angesetzt, ehrlicherweise. Das Ding wird so riesig. Das ist ja echt nicht feierlich. Okay, wie kann ich jetzt diese Dinge bewegen? Kann ich jetzt einfach die Lehmgrube schnappen und rumziehen? Oder wie funktioniert das? Statistiken, Arbeitspensum anpassen, Rohstoffvorkommen Lehm. Wie funktioniert das jetzt hier? Sag mir das mal. Weiß ich nicht. Wo soll ich das denn wissen? Ah, ja, okay. Das oh, ist mir fällt gerade ein. Ich muss auf jeden Fall noch eine Route ändern. Und zwar eine Schnapsroute. Ich hatte irgendwo eine Route für Schnaps da. Und zwar darf hier kein Schnaps hin und her gefahren werden mehr. Das ist einfach ein Grund, dass wir auf der Insel gar keinen Schnaps mehr haben. Und stattdessen müssen wir eine Route einrichten. Und zwar mit einem Schoner. Ach, ernsthaft? Ich darf damit nur eine einzige fucking Lehmgrube bewegen? Ja, ja. Ist ja wohl eine Frechheit, aber ich meine, es reicht mir natürlich eine, aber trotzdem. Wie war das? Brauchen Arbeiter, brauchen Bier, ne? Eigentlich. Für die Zufriedenheit. Kriegt ihr Bier für die Zufriedenheit? Kriegt ihr. Woher? Ah, guck mal, okay, unsere Weltausstellung, bla. Wir haben... Belohnung enthüllen. So, was kriegen wir denn? Mechanische Glaspresse. Beeinflusst Glashütten, Glühbirnenfabrik und Laternenmacher. Produktivität plus 35%. Super.
Harkas elektronische Drechselbank. Alle Schreinereien und Wanzerholzfäller erhöhten Produktivität plus 25%. Und patentierte Stelle eine Sämaschine. Alle Nutzpflanzenfarmen plus 40% Produktivität. Ja, das klingt doch super. Speaking of, wir wollten hier oben jetzt unsere Getreideproduktion auslagern. Wo war denn jetzt hier im Himmel? Jetzt haben wir nochmal das Rathaus. Da ist das Rathaus. Warum haben die Dinger so einen enorm kleinen Wirkungsradius? Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Und dann hat das Ding auch noch so eine unförmige Form. Also das ist ja wieder. Ja, du musst halt immer vier Häuser abreißen, um einen. Um eins dafür zu bauen, ja. Ach so, Glas haben wir hier unten. Das heißt, wo die meiste Wirkung. Hier setzen wir dich rein. Glühbirnenfabrik wird davon auch beeinflusst. Sollte dann halt die Wolkenkratzer im Idealfall da auch in den Umkreis reinpflastern. Ja, gut. Machen wir da in dem Block halt vier Häuserblatt, hilft hier nichts. Hast du gehört? Wir sind im Krieg. So, Glühbirnenfabrik. Wo habe ich unsere Glühbirnenfabrik stehen? Da, schön in der Mitte eingebaut, da wo sie überhaupt nicht hingehört. Die setzen wir jetzt hier runter. Haben wir irgendwas, was wir stattdessen sinnvoll reinsetzen können? Hast du gehört? Wir sind im Krieg. Ja, ich hab das mitbekommen. Aber warum? Mit wem? Ich weiß nicht, hat hier gerade einer in meiner Straße geflüstert. Eieiei, ist auch nicht schön. So, das hilft halt eigentlich auch überall. Ach so, und wir haben doch. Ah, wir wollten hier unten auch noch mehr. Nee, hä? Hatten wir nicht noch ein Schiff mit diesen Feras-Typen? Ja, hier. Feras, Sektkellerei, Rumbrennerei. Was warst du nochmal? Dampfwagenfabrik. Okay, dann geben wir dir hier einfach nochmal so ein Feras, weil das ist alles total super. Bam. Dann haben wir hier noch eine. Aber das halte ich für gar nicht so wichtig, ehrlicherweise. Setzen wir hier noch ein Feras rein. Zack. Ja, so ist es. Ich stecke mit dem Königshaus unter einer Decke. Du hast es ja. Ja, meine hat sich auch gerade verschlechtert, meine Beziehung mit Enhalo. So. Dampfwagenfabrik. Dann setzen wir jetzt einfach dich hier noch mit rein. Und unsere Dampfwagenfabrik ist gerade wo? Das ist ja ein Investorending. Da. Das heißt, du kommst bitte hier runter. Und jetzt verarbeitet das Ding statt Motoren Glühfäden. Das ist halt super, ne? Also. Das heißt aber wahrscheinlich, dass wir auch einfach nochmal ein paar mehr Glühfäden brauchen werden. Das heißt. Das heißt, wir setzen einfach hier oben nochmal eine Glühfädenproduktion rein. Rums. Das wird um sicher zu gehen. Zerstören. Und zwar wo? Hier drüben, okay. Okay, wir brauchen Kohle. Es passt soweit alles. Wir kriegen sogar mehr als genug Kohle.
Gucken wir mal gerade, wenn der jetzt einläuft, was wir gerade akut hier brauchen für unsere Kollegen Handwerker. Seife brauchen wir mehr. Das heißt natürlich, dass wir eigentlich auch einfach die eine Route aufstocken müssten. Riesig ist in der Palast so, ach du Scheiße, Alter, was zum Geier, was baust du denn da für ein Wirrwarr? Ja, eigentlich wäre es natürlich schön, den etwas ästhetischer auszurichten. Aber leichter gesagt als getan. Versteck die Flaschen. Kein Platz mehr frei. Ach so, wir wollten unsere Seifenproduktion, wollten wir hier ausladen. Auslagern haben wir aber nie gemacht, oder was? Das heißt, wir kriegen hier gerade gar nicht genug Seife zusammen. Das ist vollkommen richtig. Vollkommen ärgerlich. Wir hatten doch gerade noch irgendein Item, oder nicht? Da muss ich mal gerade gucken. Genau, dich wollten wir hier in die Sektkellerei ausrüsten, das stimmt. Nochmal plus 40% Produktivität, das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt auch nochmal mehr Trauben. Den Items, das ist irgendwie dann nochmal ganz. Also, das Problem ist so ein bisschen, du musst dir dann halt auch merken, wie so ein Schießer und was du wieso wohin platziert hast und so, ne? Ja. Und wenn du das nicht machst, dann bist du halt auch einfach verraten und verkauft, weil du dann einfach nicht mehr zusammenkriegst, was wo mal war und wieso. Ja. Oh, wir haben noch eine Partitur für ein Musikpavillon. Haben wir denn... Haben wir hier überall ein Musikpavillon? Da haben wir einen, da haben wir einen. Hier haben wir noch keinen. Ja, du kannst halt im Museum, Zoo und... kannst halt überall ein Musikpavillon bauen. Und die Partituren geben jedes Mal plus 30 Attraktivität. Deswegen ist das ganz praktisch, die auch mitzunehmen. Scheint so. Warte mal, das können wir, hier können wir doch eigentlich noch das für die Tierhöfe noch. Wobei, die wollten wir ja eh langfristig abreißen. Stimmt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wo ist das dritte Lehmvorkommen? Das dritte Lehmvorkommen ist hier oben. Okay, alle Tierhöfe plus 100%, ja, gut. Schreinereien. Die können wir doch hier noch ausrüsten eigentlich. Okay, können wir nicht. Nee, warte, die Schreinereien waren doch... Hier waren unsere Kunstschreinereien, genau. Das heißt, wenn wir das hier ausrüsten, dann wird die Kunstschreinerei dadurch auch begünstigt und die Fensterfabriken auch nochmal Produktivität plus 50%. Krass, okay. Ah, jetzt gibt mir noch der Nachschub an Uhren vor die Hunde. Das Gott, ist halt lästig. Super. Okay. So, ja, Seife ist immer noch. Nicht dieses eine Item, das halt die Hochradfabriken auch irgendwie Taschenuhren gebaut haben? Ich guck mal gerade. Ja. Also nur bei jedem achten, bei jeder achten Maschine, die gebaut wird, aber ja. Wie heißt das Item? Dario, der Maschinenbauer. Johann, der Erfinder. Oberkommissar Clifford. Ernest, der Erzieher, den haben wir auch schon 30.000 Mal gesehen. Amelia Coleman, erfahrene Pilotin. Ist das nicht die Truller, die uns die Einweisung gegeben hat? Kann sein, weiß ich nicht mehr auswendig. Ich glaube, manche, also episch ja, aber es sind nicht alle epischen gleich selten. Ich habe übrigens den Dude nochmal erwürfelt, Michel der Sternekoch, wenn du den kaufen willst. Ernsthaft?
Ja, also du musst dich halt nur beeilen. Der Typ ist halt noch da für 3 Minuten 14. Ich verurteile sie zu dieser 3 Minuten 14. Ja, das ist ein bisschen sehr knapp. Also was wir machen können, warte mal, ich habe hier irgendwo noch, ja, ich habe hier noch einen Zeppelin in der Gegend zumindest, sag ich mal. Kauf das Ding einfach, ich gucke, ob ich dir das irgendwie abkaufen kann. Oder? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt gerade mal ein Frachtschiff gebaut. Also ich düster gerade mit Hochgeschwindigkeit mit einem Zeppelin halt hin. Und ich werde das Item halt einfach, also ich glaube, Items kannst du Oh auch mein genauso Gott, wie. ich hab's gerade aus Versehen weggewürfelt. Ich wollte in das Tauschmenü. Oh Junge, was machst du denn? Ah, vergiss es. Ist egal. Ich schippe aber gerade nochmal mit einem neuen Frachtschiff runter. Also ich guck dann gleich nochmal. Wozu eigentlich? Why am I even trying? Berechtigte Frage, ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch mal gucken, dass ich diese 40 Tonnen Dampfmaschinen darüber schaffe. Die Quest kann ich, glaube ich, auch schon längst abschließen. Nee, okay, wir haben Rillenfabriken keine 40 produzieren Tonnen. Glas, haut mich jetzt irgendwie nicht so aus dem Latschen, muss ich gestehen. So, Seife, immer noch das Problem. Meine Fresse. Entschuldigung. Meisterin der Schmieden. Arbeitskräfte erforderlich, minus 25%. Sechs davon, vier davon, das heißt, wir brauchen eigentlich noch mehr. Okay, wir machen das anders. Okay, euch kann ich hier oben abreißen. Das ist gut. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich mache euch mal platt. So, was wollte ich da jetzt noch hinbewegen? Die. Was wird hatte ich noch mit Strom versorgt? Ach Gott, Alter. Ziegeleien, Betonwerke. Ziegeleine, Betonwerke. Habe ich hier irgendwo auf dieser Insel ein Betonwerk? Wenn ja, wo? Betonwerk. Vier Stück auf dieser Insel. Fragt sich nur wo. Wie sieht denn wohl so ein Betonwerk aus? Du Ach, das ist kannst ein über Betonwerk. dem Icon hovern und dann siehst du alle, die daran angeschlossen sind, ne? Das habe ich gerade gemacht, um zwischendurch rauszufinden, wo ich meine XY-Werke, zum Beispiel Betonwerke oder so, halt irgendwie rumstehen habe. So. Dann kopieren wir dich einmal. Kopieren wir dich einmal. Setzen dich nochmal daneben. Jetzt haben wir hier. Also, wir haben Schweinezuchten. Wir haben 8. Also 4, 8. Und dann können wir nochmal 4 Siedereien bauen. Die haben wir jetzt auch. Perfekt. So habe ich mir das doch gewünscht. Und jetzt können wir versuchen, Einige hier Felder wieder könnten die helfen. Hopfenfelder anzuschließen. Endlich.
Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ja, endlich. Schiff unter Beschuss. Okay, das ist in der Tat ein Problem. Welches Schiff ist unter Beschuss? Ich weiß, wo sie leben. Rücken Sie endlich damit heraus. Zurück auf dem Pfad. Ja, sehr gerne. So, bevor ich hier vollkommen vergesse, was ich gerade eigentlich machen wollte. Das ist echt schlimm. Man fängt mit einer Sache an, dann kommt irgendwo eine Notification, dann macht man einfach nicht weiter. Das ist echt die Hölle. Villa Cochran, Fliegerass. Es gibt legendäre Items, also noch eine Stufe über den epischen. Aber die kriegst du, glaube ich, praktisch nie. Von denen, also die kannst du, glaube ich, nicht handeln oder kaum handeln. Naja, doch, die wollen mir hier die ganze Zeit eins verkaufen, aber also das ist halt ein total unnützes. Ja, oder so, also genau, es gibt die goldene Stufe praktisch, meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, die kriegst du halt nicht für Produktion, sondern es sind dann irgendwelche Schiffs oder... Da ist übrigens Michel der Sternekoch wieder, wenn du ihn mal haben willst. Echt? Okay, geil. Handelsmenü öffnen. Wo ist der Michel? Da. Handeln. Och Gott, wie gut ist das denn? Danke sehr. Gerne. Dann kann ich da gleich meine Paprika-Farm auch eigentlich komplett löschen. Weil ich die dann gar nicht mehr brauche. Also machen wir doch jetzt, komm, was soll's denn? Paprika weg, Paprika weg, Paprika weg. So. Kaufst hier bei Madame Emma den ganzen Dingens weg. Ah, warte mal, du hast ein Qualitätsgetreidesaatgut. Du verkaufst dir die Saatgüter und ich frage mich schon die ganze Zeit, wer das macht. Ach, ist das genial. Ja gut, das ist natürlich umso geiler. Du verkaufst Saatgut. Gut, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Dann schwing mal die Hufe, mein Schiffchen. Da kann man nämlich hier noch eine Kartoffelfruchtbarkeit hinbringen und da eine Getreidefruchtbarkeit, dann spare ich mir nämlich hier die ganze blöde Rumschipperei. Ich habe mich schon gefragt, einer muss doch in der alten Welt irgendwie halt auch so Fruchtbarkeiten verkaufen, jetzt habe ich sie endlich gefunden. Ist das der Archibald oder wie er da unten heißt, oder? Nee, die Troller. Madame Kahina. Hm. Aha, guck an. Wir eventuell noch ein paar Taschenuhren importieren, wäre das irgendwie möglich? Okay, hier wird noch Wurst verkauft, die ich eigentlich nicht mehr verkaufen sollte, weil ich davon nicht mehr ausreichend habe. Dann lassen wir das besser mal, wa? Okay, das ist alles nicht ganz optimal. Ich glaube, ich mache das mal lieber so, dass ich hier... Also ich kopiere mir hier auf jeden Fall nochmal eine Schweinefarm. Zack. Dann baue ich hier oben nochmal ein Kontor. I guess. Geh mal weg hier. So. Dann brauchen wir hier oben nochmal entsprechend Vasenmeisterei. Und Siederei. Und dann können wir dich nehmen. Und hier noch anschließen. Das sind wahrscheinlich jetzt wieder viel zu viele Felder, die ich hier bauen könnte.
Ja, sind es in der Tat. Schön, schön. Wie lange noch, bis ich hier rum in der alten Welt herstellen kann? Kein Warenlager in der Nähe. Minuten. Na gut, das ist halt nicht so. Der Burner. Okay. Ach, wie viel Zeit ich damit hier gerade vertrödel, das ist unfassbar. Ich glaube, das ist echt völlig hirnrissig, was ich hier gerade mache. Kenne ich gut, kenne ich gut, glaub mir. Nur um das hier auf die letzte Kachel auszureizen. Was aber halt auch nur so semi funktioniert. Wir kümmern uns hier um alles. Okay, wie passt das jetzt hier? Würde das da hinpassen? Ja, die würden da hinpassen. Dann wollen wir hier vielleicht doch nochmal eben kurz ein bisschen umbauen, zumindest Mühe. Schafft mir den Kram dann mal kurzfristig aus den Augen, bitte. Dann stattdessen kann das Ding da mal hin, dann kann das Ding hier hin. Und du kannst hier hin. Du kommst da weg, du bewegst dich ein Feld. Bauen wir hier eine Verbindung, wir bauen hier eine Verbindung. Versuche hier gerade irgendwie einigermaßen sinnvolle Straßen irgendwie in meinem Industriebezirk zu schaffen. Das gestaltet sich schwierig. So. Die Geräuschkulisse da ist aber auch, wenn man da ranzoomt, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, glaube ich. So, okay. Hopfen, Hopfen, Hopfen. I hate it. Ich kam nur auf das beste Hopfen, nicht wahr? So. Jetzt kriegen wir das hier oben aber langsam hin, oder? Mal eben kurz auf unserer Zweitinsel hier die komplette Produktion umgekrempelt. Ist doch schön. Ja, wenn es jetzt immerhin passt. I hope so. So, und jetzt noch von dir. So, da ist zwar jetzt ein bisschen Lücke, aber das ist in Ordnung. So, Paprika haben wir jetzt irgendwie auch soweit losgeworden. Ne, hier haben wir noch ein unnötiges Paprikafeld. Das machen wir kalt. Ist okay, hier haben wir noch eine Schnapsbrennerei. Die brauchen wir auch nicht mehr. Dafür haben wir ja hier oben unsere High-Effort-Schnapsbrennerei, denke ich zumindest. Okay, hierfür bräuchten wir Fenster, um das noch weiter auszubauen. Okay. Kriegen wir jetzt hier auch mal Seife angelagert? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Reiseveranstalter, ja. Ist okay. Finde ich eigentlich ganz cool, ehrlicherweise. Wo ist unser Besucherhafen? Hier oben. Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war.
glaube, das lohnt sich nicht. Dann setze ich die hier lieber rein. Bam. Und jetzt kriegen wir plus 20 Attraktivität und hier sonstigen Bums. Das ist doch super. Verbessert sich jetzt unser Seifenbedürfnis hier? Ja, verbessert sich. Perfekt. Kaffee ist gerade ein Riesenproblem. Naja, bei mir auch. Und Rum halt. Das ist mein zweites sehr, sehr dringendes Problem gerade. Aber wie kommt's? Das verstehe ich gar nicht so richtig. Gut, in meinem Fall kann ich die Frage relativ einfach beantworten. Bei mir liegt es halt einfach daran, dass ich halt so also die Produktion von beidem doch recht drastisch gesteigert habe. Nicht die Produktion, den Verbrauch, so. So, jetzt gucken wir nochmal. Plus 1 Einfluss für Ingenieurswahl. Plus 30% weniger Nachfrage nach allen Lebensmitteln halte ich für sinnvoller. Was haben wir hier? Okay, plus 10 Einfluss pro Museumsmodul. Das ist okay. Du brauchst eine Getreidefruchtbarkeit. Plus 15 Reichweite für Kraftwerke. Das ist doch geil. Das klingt in der Tat ganz cool, ja. Plus 50 Tonnen Insellagerplatz pro Depot. Für alle Depots in Reichweite angeschlossener Hafenmeistereien. Okay, so richtig viele Depots habe ich hier gar nicht. Aber damit könnte man von einem Schlag auf einen Schlag wahrscheinlich irgendwie seine Lagerkapazitäten auf der Insel. Warte mal, was macht das? Nochmal, das muss ich nochmal kurz nachgucken. Um Gottes Willen, wieso gibt's denn hier keine Feuerwachen? Alle Depots. Eine Feuerwache. Nochmal plus 50 Lager. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise... Kann ich denn mal Depots bauen noch? Ja, kann ich nämlich kaum noch bauen. Lustig. Aber im Zweifelsfall gehen hier oben noch ein paar Depots hin. Ja, okay, hier gehen auch keine Depots mehr hin. Geil. Ah, doch, hier gehen noch welche hin. Wir haben auf dieser Insel 8 Getreideproduktionen. Eins, zwei, drei, vier davon fliegen mal raus. Okay, dafür könnten wir wahrscheinlich auch noch generell alles machen. Ach so, jetzt könnten wir ja eigentlich nochmal eine Weltausstellung machen. Eigentlich eine prächtige Weltausstellung, dafür brauchen wir 10.000 Investoren. Da ist gerade das große Problem, dass wir... Ja, okay, also Kaffee müssen wir irgendwie mehr aus der Welt bekommen. Okay, jetzt können wir erstmal unseren Sternekoch hier noch einpflegen. Wo ist unsere Konservenfabrik, war das, ne? Ja, genau. Haben wir hier denn noch irgendwas, wo wir noch Platz haben, sozusagen? Doof, dass das Forschungsinstitut hier liegt, weil... Ah, wobei, das Forschungsinstitut braucht Strom, ne? Ja, genau, okay, deswegen macht das sogar auf eine Art und Weise Sinn, dass wir das da haben. Ja, dann bauen wir unsere Großküchen. Ja, komm, gib mal her. Zeitung! Geld! Ach ja, jetzt weiß ich auch, warum mir hier die ganzen Warenkreisläufe gerade so hart vor die Hunde gehen. Natürlich, ich habe ja das letzte Mal meine Zeitung nicht lektoriert. Ah. Wie gesagt, ich reduziere da ja eigentlich den Verbrauch ja. Hart und wundert mich gar nicht, dass das dann irgendwie zum Problem wird. Ja, das macht ja auch Sinn. So, wenn wir jetzt hier unten einfach mal noch eine Handelskammer platzieren, zack, dann packen wir hier den Michel rein, den Sternekoch, dann ziehen wir hier... Dass er Michel heißt, aber ist schon okay. Ja, wahrscheinlich schon. Zack, jetzt bauen wir hier schön Produktion für Konserven.
Und ihr verarbeitet jetzt einfach Schwein und Eisen. Mega gut, ey. Und das heißt, wir machen jetzt vielleicht auch noch... Was hatten wir noch? Na egal, in welcher Geschwindigkeit verarbeitest du die Klamotte? Gott hatte wenigstens. Moment, dann können wir hier auch irgendwie unsere Gulasch-Geschichten und so alle abreißen. Gulasch, 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 weg, weg, weg. Was haben wir hier? Das ist die Konservenfabrik. Da sind nochmal zwei Konservenfabriken. Die können alle weg. Ja, ich zahle, ja, ist so gut. Immer noch den Kopf auf den Schultern. So, und jetzt brauchen wir in hier... Harlow wieder irgendwie einen schlechten Tag. Jo. Exakt. Alter, ich habe hier riesigste Elendsquartiere irgendwie auf meiner einen Insel hier gebaut, die ich irgendwie momentan einfach nur mit einer unfassbaren Polizeipräsenz irgendwie ruhig halte. Ansonsten da halt einfach alles immer totprügel, was irgendwie halt kommt an Widerspruch. Ja. So, jetzt brauchen wir natürlich doch wieder Schweine, die ich hier ja eigentlich effektiv extra weggelöscht hatte. Natürlich, das ist natürlich treslästisch. Zu kurz gedacht gewesen. Aber wir bauen jetzt auch genau nur so viel, wie wir hier halt auch brauchen. Schau, schau, der Kommissar geht oben. Mein Gott, Monsieur, lass mich doch meinen Polizeistaat in Frieden errichten. Du musst es dir ja nicht wieder angucken. Also ich weiß nicht, du bist ja ein bisschen überempfindlich, mein Lieber. So. Welche Produktivität arbeitest du dir jetzt? Verarbeitungszeit 54 Sekunden. Männchen, besser noch. Hör auf, Anteile von meiner Insel zu kaufen. Richard. Das ist halt, das ist ja mega cool. Jetzt haben wir hier 10 Module drin. Das Ding produziert gleichzeitig auch noch Alpaka-Wolle. Ein bisschen nebenbei. Because why not? Du hast gesagt, dein Palast ist mittlerweile von der Reichweite her im Prinzip über deine ganze Insel, oder? Ja, fast komplett, ja. Ne, inzwischen ist es die gesamte Insel, ja. Nein, ich frage deswegen, weil, also ich habe das Problem, ich könnte, also halt, also ich bin ja überlegen, ich kann meinen Palast theoretisch halt ganz in den Norden von meiner Insel stellen, aber da habe ich ein bisschen Sorge, dass es halt einfach nicht reicht. Ja, verstehe ich. Nee, aber also meiner hat, wie gesagt, die komplette, nimmt inzwischen die komplette Insel ein. Ich glaube, ich verlage da lieber meine Dingens hin, meine Produktion an Stoff. Achso, warte mal, hatten wir jetzt nicht auch das Problem, weil wir unsere Säckkellerei hier unten verbessert haben, dass wir hier jetzt wahrscheinlich einen Mangel an... Plus 40% Produktivität, plus 50% Produktivität... Wir haben doch wahrscheinlich jetzt voll den Mangel an Trauben, oder? 1, 2, 3, 4... Ach du grüne Neune, ich habe 16 Nähereien hier. Ist das euer Ernst? 16 Stück! Das ist ganz schön viel. Das ist in der Tat nicht wenig, ja, stimmt. Hier irgendwie noch sinnvoll ins Stromnetz integrieren, dann könnte man sich diesen Aufwand hier durchaus sparen. So, und dann machen wir hier jetzt einfach nochmal Trauben mit einer Traktorscheune. Zack. Traktorscheune, zack.
Bums. Genau, dann wollte ich hier oben. Was für eine Produktivität läuft das Ding jetzt? Oh wow. Okay, was war da los? Hallo? Okay, es kann sein, dass mein Internet gerade Probleme macht. Wenn das der Fall ist, dann ja, glaube ich, müssen wir die Aufnahme hier an der Stelle beenden. Wir haben aber ehrlicherweise die Stunde auch rumbekommen. Das heißt, es wäre jetzt eher an der Zeit aufzuhören. Ha. Müssen wir mal abwarten. Aber für den Moment, glaube ich, müssen wir dann jetzt an der Stelle mal beenden. Danke fürs Zuschauen. Man hört sich im nächsten Part von Anno 1800. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.